Metoys, die wir später nutzen können, um unsere Abfragen zu gestalten. Wir haben sehr viele Funktionen wie Summen, Averages berechnen, Trends berechnen. Wir können Sachen forecasten, also wir können im Prinzip gucken, wie könnte ein Wert zum Beispiel in einer gewissen Zeit X aussehen. Das heißt, ich kann im Prinzip auch schon Preemptive Monitoring machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel schon vorher sehen, wie wird sich ein Wert laut des Trends in 2 Stunden aussehen. Dann kann ich im Prinzip schon, bevor ich einen Fehler habe, einen Alarm senden. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, meine Festplatte hat gerade so viel I.O., da läuft gerade ganz viel Datenlaufen ein und ich weiß, wenn das so weiterläuft, dann ist sie in 2 Stunden voll, dann kriege ich nicht den Alarm, wenn die in 2 Stunden voll ist, sondern 2 Stunden vorher sagt mir das System, wenn das so weitergeht, ist in 2 Stunden die Festplatte voll, vielleicht guckst du jetzt mal, bevor du einen Fehler verlässt. Das erlaubt mir halt die Query Language. Es ist einfach zu betreiben, wir können einfach im Prinzip als einfaches Docker-Image runterladen, starten, wie im Prinzip fast alles, oder auch einfach nur als Binary, go, get, das Kommando und Prometheus starten und schon habe ich den Prometheus-Server laufen. Ganz einfach zu deployen, also wirklich kann jeder auch lokal einfach ausprobieren, das ist super einfach. Vorteil von Prometheus ist, es ist sehr schnell und effizient. Dadurch, dass wir halt einen Local Storage haben, also können Local Storage, können wir einen hohen Durchsatz an Daten erzeugen, je nachdem, was für ein System wir darunter liegen haben. Natürlich, wenn wir SSDs reinpacken, können wir den Datendurchsatz natürlich deutlich erhöhen. Aber es ist super effizient, das heißt, auch mit drehenden Platten schafft man echt extrem große Datendurchsätze. Das ist super cool. Man hat eine hohe Datenkompression, das heißt, man braucht nicht viel Datenspeicher, um viele Daten vorzuhalten. Also, wir haben jetzt aktuell in unserer aktuellen Datenbank, wir halten, glaube ich, 100 Metriken vor. Das sind 240, ich habe gestern mal gezählt, 240 Millionen Samples. Dafür braucht man 75 GB. Das ist wirklich sehr effizient. Und mit der Version 2.0 wird noch ein neues Kompressionsverfahren und so weiter vorgestellt. Da wird das noch mal ein bisschen effizienter. Wir haben auch den Vorteil, Prometheus kann auch Alerting machen, das heißt Notifications schicken an Slack, Mail, SMS, irgendwelche SMS-Gateways oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir hier noch drin haben. Ja, wie funktioniert Prometheus? Prometheus ist ein Server-Client-System oder ein Server und viele verschiedene Clients, viele verschiedene Exporters sozusagen. Es gibt für jede Metrik, die man exportieren will, oder jede Software, die man überwachen will, einen eigenen Exporter. Dieser wird einfach via HTTP von dem Server geholt, gepullt oder gescraped, wie man bei Prometheus sagt. Der holt sich im Prinzip die Daten von diesem Exporter und spielt die einfach in die Time Series Database ein. Der macht das in dem Abstand, den man konfiguriert, in der Regel so 5 bis 10 Sekunden. Alle 5 bis 10 Sekunden habe ich im Prinzip einen Datenpunkt, habe also auch eine hohe Auflösung an Daten, die ich mir hole, nicht wie zum Beispiel das von Nagios oder Isinga kennt oder so, wo man alle 5 Minuten Check hat oder eine Minute oder so, dann hat eine sehr hohe Auflösung. Das Scraping ist einfach so ein Text-Output, die Exporter machen einfach einen Text-Output, also sehr einfache HTTP-Aktion, die nicht viel kostet und die sehr schnell ist. Wir können auch im Gegenteil nicht aufstehen, wir können auch Metriken pushen, das heißt, es gibt auch die andere Möglichkeit, wenn man möchte, Prometheus hat auch ein Push-Gateway, wo man Metriken pushen kann, falls man nicht die Möglichkeit hat zu pullen. Zum Beispiel von im Development Environment, zum Beispiel in der Production, wo man Production nicht auf das Environment zugreifen kann. Ja, die Exporter selber sammeln die Metriken asynchron zu dem Pullen der Metriken. Das heißt, ich kann dem Exporter sagen, hol deine Metriken, mir reicht die Metrik jede Minute, das ist eine langsame Metrik. Dann kann Prometheus-Server jede 5 Sekunden pullen oder scrapen, aber der Exporter macht das im Prinzip nur eine Minute. Das heißt, ich kann auch so verhindern, dass mein Prometheus-Server Last durch das Monitoring verursacht. Das heißt, dass ich mir Daten asynchron hole, in der Geschwindigkeit, die meine Systeme das abkönnen. Es gibt da offizielle Exporter für MySQL, H-Proxy und diverse Software. Es gibt inoffizielle Exporter für Apache, Vanish und auch alles mögliche an Software. Es gibt auch Software, die direkt schon Prometheus-Metriken exportiert, wie zum Beispiel GitLab, Kubernetes. Gestern habe ich gelernt, FreeBSD-Kernel zum Beispiel hat ein eigenes Kernel-Funktion, die Prometheus-Metriken exportiert. Und es ist aber auch super einfach, Custom-Exporters zu schreiben, weil man kann in jeder Sprache schreiben, wie man möchte. Man muss halt nur gucken, dass man das Output-Format einhält. Ja? Also mit PHP, mit Golang, was weiß ich was. Also wir
natürlich hier, wie ihr auch heute hier seid, einen Exporter für Typo 3 geschrieben, in PHP natürlich als Typo 3 Extension. Da wird gleich Simon noch ein bisschen was zu erzählen. Aber das ist halt sehr einfach. Hier nochmal so eine Übersicht über das Setup. Also sieht was hier den Prometheus Server. Da kann man mit jeder, der hat eine API, darüber kann man natürlich mit jeder Web-UI, wie zum Beispiel Grafana oder API-Clients, darauf zugreifen. Das ist halt unabhängig von der Sicht der Daten, die Vorhaltung der Daten und auch das Pullen oder Pushen der Daten ist unabhängig von dem Server. Und auch wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Dienst, das ist der Alert Manager, den kann man im Prometheus dranhängen oder ist dabei. Also es ist ein eigener Container oder ein eigenes Binary, der das Alerting macht. Ja. So viel zu Prometheus. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu oder die ich jetzt eventuell direkt schon beantworten kann? Weil sonst, bitte. Ja, eine Sache kurz. Also man hört immer wieder, du sagst eben, ihr speichert das einen Monat. Ne? Also ja. Grundsätzlich ist das nicht vorgesehen, dass ich das jetzt jahrelang speichere, weil das braucht ja auch irgendwann die Platte über sich ein. Gibt es denn irgendein Verfahren, wenn ich das jetzt aber längerfristig vorhalten will, dass ich sage, ich will mal sehen, wie war die Entwicklung über die letzten 2 Jahre? Ja, du kannst, Prometheus mit Prometheus ranken, das heißt, du könntest im Prinzip einen zweiten Prometheus dahinter stellen und du kannst das das Datenvorhaltungsintervall verändern. Das heißt, du kannst zum Beispiel der zweiten Prometheus-Instanz sagen, bitte mache dann aus den 5 Sekunden Datenpunkten, ja, aggregiere die dann zu alle 5 Minuten Datenpunkten, was natürlich deutlich Speicherplatz spart, wenn man das ausrechnet. Oder alle 10 Minuten, das heißt, man könnte im Prinzip das so machen, dass man dann im zweiten Prometheus für lang vorzuhaltende Daten erstellt, der ein anderes Intervall nutzt. Ja, das ist, wäre eine Möglichkeit. Prometheus selber bietet das nicht. Metriken sind auch ein sehr kurzlebiges Format, die man eigentlich auch nur in relativ kurzen Zeitraum benötigt in der Regel. Wenn man Daten längerfristig speichern möchte, muss man sich dafür selber was überlegen. Also es ist ja zum Monitoring, meistens interessieren uns die Daten, die vor einem Monat länger zum älter als einem Monat sind, nicht mehr für Performance. Wenn wir längerfristige Daten haben, nutzen wir andere Systeme, um die Daten zu erheben oder zu speichern. Sonst noch irgendwelche Fragen? Dann hoffe ich mal, dass das VPN jetzt funktioniert. Das war es nämlich jetzt schon von der Präsentation. Also hier nochmal kurz die Quellen, womit das ja auch, könnt ihr gucken. Unsere Extension, die ihr gleich sehen werdet, von Simon, die ist auf GitHub. Könnt ihr auch schon gerne contributen, euch angucken, den Code angucken. Ja, mich oder Simon erreicht ihr per Twitter, GitHub, Slack, jeweils unter dem gleichen Hashtag, der steht auf unseren Karten, also gehört euch, und @sfs_mfc. Könnt ihr uns einfach auch den ganzen Tag auf dem Camp ansprechen, wenn ihr Fragen habt oder persönliches Gespräch wollt oder was auch immer. Du hast schon offen. Super. Ja, dann. Häng dich doch mal dran. Metriken hast du offen. Die Metriken hast du offen. Sehr gut. Dann häng ich mich ab. Ja, warte, wir brauchen einen Moment. Das Video gibt es immer noch. So. Ja, wollen wir mal gucken. Also wir haben unsere UI, die wir für Prometheus benutzen, ist Grafana. Prometheus hat auch ein eigenes Interface, um Queries zu testen und auch Graphen zu sehen, ist aber nicht so schön. Und Grafana hat halt den Vorteil, dass jeder User sich seinen eigenen Graphen auch selber bauen kann, wie er will. Themen, die ihn gerade interessieren, kann er sich da bauen. Und wir nutzen es halt zusätzlich auch noch neuerdings, um Annotations zu machen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwas ausspielen, in Typo 3 in einer Version, dann kriegen wir in Grafana eine Annotation, da ist ein Deployment passiert und dann kann man auch sehen, ob das Deployment irgendwas an den Daten verändert hat oder ob jetzt das Caching zum Beispiel drin ist. Wir gucken einfach mal hier, wir haben jetzt, ich weiß nicht, bist du ganz oben oder scroll mal hoch? Scrollst du einfach mal hoch? Man sieht, ja, genau, also so fängt das an. Wir haben jetzt einfach ein paar Metriken zusammengeschmissen. Ich muss gestehen, das ist jetzt ein relativ kurzfristig erst entstanden, hier das Dashboard. Das heißt, wir haben gestern habe ich das Dashboard noch gebaut.
Die Daten erheben wir auch erst seit gestern auf dem Produktivsystem, aber da ist leider gestern nicht mehr so viel passiert. Deswegen können wir uns jetzt nicht so viele Daten, aber wir können euch mal zeigen, was zum Beispiel möglich ist. Wir sind auch aktuell noch im Release-Candidate-Beta-Status, das heißt, wir haben jetzt erstmal so ein paar Basic-Metriken vom Typo 3 reingepackt. Das wird noch weiter erweitert, wir haben da noch eine Liste an Metriken, die uns interessieren, und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr eure eigenen Extensions, auch wenn ihr Metriken habt oder erheben wollt, wieder mit reinhängt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einfach nur eine Tool-Line-Extension. Wir sehen hier 5 Zweck-End-User, Front-End-User-Total. Wir sehen, wie viele Pages wir insgesamt haben, viele Content-Elemente wir haben. Wir sehen die Current Sessions. Ja klar, jetzt Wochenende ist natürlich kein Backend- oder Front-End-User da unterwegs. Das ist, ist halt eine Corporate-Site. Die Leute arbeiten halt unter der Woche. Ja, Wochenende ist da an Front-End-Sessions nicht gelobt. Es ist ein Typo 3.7. Also das heißt, Front-End-Sessions werden erst gemacht, wenn es ein Login gibt. Da gibt es Logins und jetzt loggt sich keiner ein gerade. Da kannst du ein bisschen runterscrollen. Achso, wir haben Caches, genau. Dann sehen wir hier, wie viele Cache-Pages wir haben. Das wird also mitberechnet. Wir sehen, cool, wir haben 150% Caching-Ratio. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier schon mal irgendein Problem. Ja, wir cachen irgendwie mehr Pages, als wir haben. Sieht man schon mal, ja. Das ist also, irgendwas scheint da beim Caching nicht zu funktionieren oder nicht anständig zu sein. Wäre schon mal ein guter Punkt, dass man mal reinguckt, warum haben wir mehr Cache-Pages, als wir Pages haben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das aussagekräftig ist, aber... Pages sind ja nicht Cache-Values einer Page, ja. Schon klar. Okay, ja gut. Das heißt, müssen wir den Ratio anders berechnen. Da müssen wir den Ratio anders berechnen, das war einfach nur... Oder bin, da bin ich halt zu wenig Typo-3-Entwickler, dass ich das weiß. Und ja. Ja, dann können wir halt zum Beispiel sehen, wie viele Content-Elemente wir haben, wie viel TT-Content... Ich glaube, wir haben... Kannst du mir hier auch das... Müssen wir mal aufmachen hier unten. Sorry, siehst du nicht da TT-Content... Ja, es ist noch am Anfang, man kann halt Daten aggregieren, wir sehen jetzt hier einfach nur Content für C-Types für pro UID oder andersrum aggregiert. Einfach nur mal zu sehen, dass was möglich ist, dass man, wir werden zur Basis, ich glaube, wir haben jetzt nur TT-Content geholt, Page, also das sind alles Daten, die stehen so in der Typo-3-Datenbank. Ja, wir machen nichts anderes als eine vorhandene Typo-3-Datenbank, die Metadaten, die wir da schon rauskriegen, zu holen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas speziell machen, dass wir uns irgendwo reinhocken und irgendwelche Daten ziehen, sondern wir holen uns einfach nur die Daten, die das Typo 3 eh schon liefert. Also wir holen uns das, was vor unserer Nase liegt, im Prinzip, was wir bisher nicht haben. Wir machen im Prinzip aus einem Blackbox, eine Whitebox, ja, wir wissen im Prinzip dann genau, was da drin ist. Sonst muss man halt irgendwie auf die Datenbank zugreifen, sich die Queries selber holen und gucken, was passiert da, und so hat man halt wirklich eine Draufsicht. Ja, so viel zum Frontend. Wir können, wenn ihr wollt, bitte. Also wir haben, ja, ist es richtig, das ist unser Metrik-System. Metrik-System ist nur für Key-Value. Wir haben auch ein, also kein ELK, also auch ELK, also wie ELK, Greylock 2, wenn ihr das vielleicht sagt. Wir nutzen Greylock für Log-Aggregation, Monitoring von Log-Files und so weiter, das machen wir separat. Ja, also wir nutzen das jetzt nicht für Log-Files. Wir würden jetzt hingehen und sagen, wenn wir das Syslog beobachten nach bestimmten Events, wir würden jetzt noch hingehen und sagen, wie viele Login-Failures haben wir zum Beispiel. Ja, dann sehe ich zum Beispiel nach einem Deployment, oh Mist, da habe ich ganz viele Login-Failures, da ist irgendwas schiefgegangen. Oder ja, diverse andere Sachen, die man sich vorstellen kann. Man kann ja, im Prinzip Syslog steht ja auch in der Datenbank, kann man im Prinzip einfach queryen nach bestimmten Sachen, die man haben möchte, und sich dann die Events rausholen, messen, alarmieren, ja. Genau, Greylock wäre ein eigenes Thema. Wenn jemand da Interesse hat, bei ELK oder Greylock irgendwas zu sehen, kann er mich gerne ansprechen heute, kann ich auch gerne irgendwas zeigen. Wie gesagt, auch hier, wenn jemand mehr wissen will, wir machen nicht nur Typo 3, Typo 3 ist jetzt neu, wir machen natürlich auch die ganzen anderen Sachen wie Elasticsearch, Solar, Systemmonitoring, MySQL, also alles im Prinzip an Software, die wir haben, packen wir auch Metriken rein, und ja, wir würden uns, können uns ohne gar nicht mehr vorstellen zu arbeiten. Also wenn ich mir so mal vorstelle, wie wir das, das sind jetzt seit ungefähr, ich glaube mit einem Jahr sind wir jetzt dran, da immer mehr reinzustecken, und oder seit anderthalb, ich weiß
ein Jahr ungefähr. Genau, Cenk, wenn ihr Fragen zu Prometheus habt, auch bitte Cenk fragen. Cenk ist auch Sysadmin Ops People hier bei uns. Genau, der weiß auch Bescheid, weiß wahrscheinlich manche Sachen besser als ich in dem Bereich. Genau, also müsste man an einem anderen Punkt ziehen. Auswertungszeit der Seite, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man beim Webserver mitloggen könnte. Ja, und die könnte man beim Webserver dann im Prinzip als Metrik mit exportieren. Wir können natürlich auch hier, das Coole ist, wir können natürlich die Metriken, die wir hier haben, auch aggregieren mit den Systemmetriken. Das heißt, wir können gucken, wir können jetzt im Prinzip oben in den Graphen, kann ich mir von der Systemmetrik des Systems, das ausspielen wird, holen, die Load holen und kann sehen, oh, da sind jetzt so viele Backend-User, meine Load geht hoch, oh Mist, irgendwas ist da nicht richtig. Oder mein Load erreicht einen kritischen Wert, wenn meine Backend-User einen bestimmten kritischen Wert erreichen. Ja, das kann ich halt alles aggregieren selber und sehe dann, kann dann so Zusammenhänge erkennen, die ich vorher vielleicht nicht so einfach gesehen hätte. Ja, das ist halt der Vorteil. Man kann sich halt da die Sicht auf alle Daten, die man in seinem ganzen gesamten Software-Stack hat, so aggregieren, dass man im Prinzip viel einfacher mögliche Fehlerursachen zu finden, die man sonst vielleicht ewig durch Logs sich grabt, wo man Sachen analysiert oder Daten gar nicht hat, weil man die gar nicht speichert. Ja, deswegen ist es halt so, sagte ich vorhin schon bei der Einleitung, wir sammeln Antworten auf Fragen, die wir noch nicht gestellt haben. Genau das ist der Sinn und Zweck, dass wir so viele Daten wie möglich uns sammeln, um dann hinterher, wenn wir Fragen haben, auch die Antworten darauf zu finden und nicht dazustehen und zu rätseln. Ja, ich würde dann auch, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, ich glaube, Simon, willst du noch ein bisschen was zu der Extension zeigen? Ja, dann würde ich, ja, dann gebe ich einfach mal dich weiter. Ja, also, ich fange mal mit dem Einfachen an, also was letztendlich unsere Extension zur Verfügung stellt. Das Ganze sieht halt letztendlich dann so aus, dass eben Prometheus das verarbeiten kann. Also wir haben halt unsere eigenen, die Metriken, die wir letztendlich messen, können eben letztendlich abgefragt werden über ein einfaches Matrix, also über einen HTTP-Request. Und dann kommt eben hier so eine schöne Liste raus. Grundsätzlich haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Ganze so machen, dass wir alle Metriken, also die Metriken in drei Klassen einteilen, nämlich einmal in Metriken, die sehr, sehr schnell durchlaufen, einmal welche, die etwas langsamer sind und die halt wirklich richtig langsam sind, also von der Klassifizierung her. Hat einfach den Grund, dass wir dann über einen Xbase Command Controller eben die Metriken, die sehr, sehr schnell durchlaufen, die können wir relativ häufig eben abfeuern. Das heißt, die werden auch sehr, sehr häufig geschrieben und hier aktualisiert, die eben etwas langsamer sind, also die Medium-Sachen, werden dann eben etwas nicht ganz so häufig abgefragt und die eben jetzt slow sind oder die sich eben auch nicht häufig verändern, so wie zum Beispiel Pages oder TT-Content-Auswertungen, dass ihr die eben dann nicht ganz so häufig letztendlich triggert waren. Ich meine, es ist ja letztendlich so, dass sich bei den Pages wird sich nicht sekündlich was verändern, sondern es ist eher zu erwarten, dass sich das über Tage letztlich verändert und nicht unbedingt über Stunden. Grundsätzlich vom Aufbau her, jetzt habe ich ja nicht den richtigen Tab erwischt, nein, habe ich nicht. Ja, so, okay, gut. Zur Registrierung von den einzelnen Metriken, die wir haben. Also das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist letztendlich so, dass wir... Ach so, es ist zu klein, sorry. Das habe ich hier. So, besser? Ja. Gut, okay. Also, das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Wir haben hier letztendlich drei Klassifizierungen gemacht, nämlich einmal die wirklich sehr, sehr schnell durchlaufen, weil das einfache Count-Befehle sind, wo wir uns die Informationen reinziehen. Und wir haben eben einmal jetzt aktuell die etwas langsameren Sachen, die eben in Pages und TT-Content sind, weil wir da eben nicht die exec-select count rows Funktion von Typo 3 nutzen können, sondern eben auch selber das Ganze counten müssen. Bei Medium habe ich jetzt aktuell noch keine, aber das kann ruhig durchgehen. Wisst ihr schnell.
grundsätzlich, das heißt, wenn ihr euch jetzt von außen über eure eigene Extension reinhängen wollt, könnt ihr das eben relativ einfach über eure ex-local-conf dann da einen zusätzlichen Wert mit reinmachen. Und was ihr letztendlich benötigt, ist halt letztendlich nur einmal, dass ihr einen Service bei euch programmiert, der eben von den Abstract Matrix letztendlich Abstract Matrix extended. Wichtig ist halt letztendlich, dass ihr uns einmal die Geschwindigkeit zur Verfügung stellt, weil wir überprüfen zusätzlich zu dem, was wir eben in dem X-Local-Conf, in dem Array eben drin haben, überprüfen wir noch einmal, ob es halt wirklich eine langsame oder eine schnelle ist, falls sich jemand eben versehentlich das eben in das falsche Array reingeschrieben hat, wird das Ganze nicht ausgeführt. Und letztendlich muss es dann nur eine Methode geben, die eben uns die Werte zur Verfügung stellt. Und bei uns in dem Fall, bei dem TT-Content, wäre das jetzt, richtiger Tab, wäre das eben unser, das was ich gerade eben gesagt habe, wir haben exact select get rows, weil wir eben hier in dem Fall jetzt auf die SysLanguage und auf den C-Type eben das Grouping machen müssen. Bauen uns letztendlich hier unser Array, das ein ganz normales Key-Value-Array ist. Und dadurch wir noch eins zurück. Da haben wir letztendlich dann hier nachher unseren Wert, der eben dann zurückkommt, die wir dann nachher in die Datenbank reinspeichern. Das heißt also, wir haben alle Werte letztendlich in der Datenbanktabelle drin und sobald eben der X-Base Command Controller einen neuen Wert eben hat, wird der Wert eben nachher ersetzt. Fragen? Also vielleicht nochmal, also der Export, der die Extension schreibt, die Daten, die wir exportieren, in eine eigene Tabelle. Damit wir mit einem Query, wenn die Daten squared werden, einen Query nur brauchen, um die Daten auszugeben. Ja, das hat einfach Performance-Gründe. Sonst, wenn man das natürlich alle Requests alle ausführt, würde man natürlich irgendwann zur Datenüberlast eventuell führen, wenn man das Pech hat. Und so haben wir einen Query, der uns die ganze, am Ende die ganzen Daten ausspuckt. Warum hängt das in das geschickte Framework rein? Weil das kann ich dann whatever auslagern, direkt irgendwo in den Redis rein und also, wer ist so ein anderes? Wir hatten auch überlegt, Caching Framework, ja oder nein? Haben wir überlegt, okay, Caching Framework, wohin speichert das die Daten? In den Arbeitsspeicher? Wo macht MySQL die Daten hin? In den Arbeitsspeicher? Haben wir schon die Funktionen? Können wir bauen? Ist einfach, schnell, kein Unterschied. Ist jetzt nicht groß die Tabelle, ja, ist eine kleine Tabelle, also das war einfach. Macht es simpel, macht es einfach zu debuggen, wenn man was sieht. Man kann selber auf die Daten zugreifen. Wenn man es irgendwo im Redis oder so hat, ist es nicht so einfach, irgendwas zu debuggen. Man kann nicht einfach mal reinschauen. So kann ich einfach auch selbst in die Daten reinschauen, wenn ich einen Output kriege oder so. Hatte einfach, um das ein bisschen einfach zu halten, wenig Komplexität reinbringen. Das war unser Ziel. Deswegen ist es in der MySQL-Datenbank. Weil die haben wir auch schon zur Verfügung. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch noch Beta-Release-Kandidat. Wenn du da Vorschläge hast, wie man das besser machen könnte, oder du sagst, das könnte man so vielleicht cooler machen, weil das echt so ist, bitte, ConfGitHub, mach irgendwie einen Request oder lass uns da zusammen gucken, wie wir das verbessern können. Ich meine, dafür ist es Open Source, ja. Gerne. Oder ein Pull-Request, wenn du sagst, ey, ich habe da schon eine Idee, mach das so, ja, dann bitte, gerne. Einfach, wie gesagt, also kommt, contributet oder gebt euren Input. Das ist genau deswegen, machen wir die Session heute hier, ja. Caching-Framework ist ein guter Punkt, wenn wir mit aufnehmen, einfach mal im Hinterkopf. Gerne. Ich bin noch ein bisschen erstaunt, dass die ganzen Matrix überhaupt hier einfach so offen rumliegen. Ja, die liegen nicht offen rum. Ich wollte jetzt zu sagen, aber wir haben schon das Ganze per IP-basierend geschützt. Das heißt also, du könntest jetzt versuchen, das auszuführen, aber die noch gleich kommen. Du hast halt die Möglichkeit, in der Extension zu sagen, für welchen IP-Bereich das Ganze eben erlaubt ist. Genau. Okay.
und gibst den IP-Bereich an in der Extension und HTTP, ja, nicht HTTPS, kommt vielleicht auch die Frage, warum macht er das nicht verschlüsselt? Prometheus selber nutzt in der Regel nur HTTP, nur im Ausnahmefall TLS, hat ganz einfache Gründe, Performance. Ja, also eine SSL-Aushandlung kostet CPU, kostet Zeit und genau das brauchen wir nicht. Wenn wir alle 5 Sekunden einen Request machen und wir haben einen langsamen Server auf der anderen Seite und machen dann noch TLS, ist halt auch für den Prometheus-Server selber. Nur überlegen, Prometheus-Server wird dann irgendwie, wenn wir dann, weiß ich, 100 Tupel-1-Installationen machen und der macht alle 5 Sekunden, requestet der von allen Tupel-1-Installationen, muss also in 5 Sekunden auch 100 mal TLS aushandeln und so weiter. Das geht natürlich auch auf die Performance des Servers. Von daher, und ich sag mal so, es ist jetzt das Information Leak, wenn jemand eine Metrik, also das HTTP-Paket abfängt, dann hat er von einem Zeitpunkt die Metriken von Typo 3, das ist aber verschmerzbar. Glaube ich. Also damit bieten wir keinen Angriffsvektor. Also natürlich trotzdem geschützt, wenn jemand das natürlich anders hält, aber ja. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte. Ach, sorry. Sorry, zu dem Thema mit den IP-Adressen. Ihr habt letztendlich die Möglichkeit, über die Extension-Konfiguration eben zu sagen, welche IP-Adressen letztendlich erlaubt sind. Und das kann halt letztendlich so sein, dass ihr die IP-Adressen dann auch mit einer normalen Mask-Notation eben angibt und dann kann das Ganze eben auch verarbeitet werden, weil der Core gibt uns ja letztendlich schon die Möglichkeit, mit der Compare-IP-V4-Funktion eben das relativ einfach abzufragen, indem er die Liste mitgibt und eben prüft, ob eure IP-Adresse dann eben im erlaubten Bereich mit dran ist. Ja, das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Noch Fragen? Ich hab noch eine Frage. Doch, da kommt was. Nee, also das lesen wir nicht aus. Es geht auch nicht nur um Server-Monitoring, sondern es geht um Monitoring der Typo-3-Instanz. Ja, aber da die Daten nicht als, das ist ja keine Metrik, die Typo-3-Version wäre jetzt keine Metrik an sich, weil es ja kein veränderlicher Wert ist, der sich über einen oder durch irgendwelche User-Interaktionen verändert. Deswegen wäre es auch nicht sinnvoll, das als Metrik drin zu haben. Das ist eine Aufgabe eines anderen Monitoring-Systems, da müsstet ihr, also entweder manchmal macht das mit Nagios, Singa oder mit Tether Monitor gibt es oder mit Caretaker, diversen Tools. Bitte. Mich würde interessieren, wie würdet ihr Prometheus im Verhältnis zu jetzt Highway oder Relic oder so setzen? Die kenne ich ein bisschen und das sieht ähnlich aus. Ist es tatsächlich die gleiche? Der ganze Bedarf, der da abgedeckt wird, quasi? Oder wie sind die Unterschiede? Ich kann dazu New Relic nichts sagen, muss ich ehrlich sagen. Wir waren auf der Suche nach einem Metrik-System. Ich hatte das Ende 2015 auf einer Konferenz Prometheus gesehen. Vor allem das multidimensionale Datenmodell hat mir sehr zugesagt und auch die Effizienz, die das System bietet, also ich hatte das nur gesehen, wie effizient das zum Beispiel Soundlog genutzt wird und auch die Unabhängigkeit zwischen Exporter und Service-System und haben es dann ausprobiert und waren sehr begeistert davon und klar, es ist natürlich ein sehr junges System mit gerade mal 2 Jahren in Open Source, ja, das ist natürlich im Vergleich zu Typo 3 nichts. Aber es wächst ständig und stetig und es gibt immer mehr Software, die entweder Exporter gibt oder die schon von sich aus diese Daten exportieren. Aber kann ich gerne auch später nochmal gerne einen Einblick ein bisschen mehr reingeben, wenn du willst. Kannst auch mal sehen, wie es funktioniert. Kann ich auch mal gerne in einer kleineren Session oder 1:1 mal dir zeigen, wie man das konfiguriert, wie das konfiguriert. Das ist auch relativ einfach. Ist jetzt wirklich. Also das ist genau noch dann Prometheus selber wird in YAML konfiguriert. Es hat auch Auto-Discovering. Ja, das heißt, wenn meine Typo-3-Installation ein bestimmtes Schema haben, dann muss ich nicht mal eben sagen, was er anschauen soll, sondern kann DNS Auto-Discover nutzen nach einem bestimmten Schema.
ja, das wäre eine Möglichkeit, die man auch relativ einfach alle Systeme abdeckt, die man zum Beispiel hat. Ist Prometheus komplett in Haskell hosted oder gibt es auch so eine Firma, die quasi mit dieser Dienstleister anbietet? Also mir ist keine bekannt, die es als Dienstleistung anbietet. Es bieten einige Firmen, glaube ich, an, wenn man zum Beispiel irgendwo in Verbindung mit Kubernetes gibt es in der Regel dann ein Monitoring-System dabei, also das interne Kubernetes, aber man kann meistens auch noch dann Prometheus mit dazu machen. Zum Beispiel bei Rancher oder sowas ist das mit, glaube ich, als Paket drin, kann man direkt aus dem Store im Prinzip installieren. Also auch was self-hosted, aber es ist sehr einfach. Wirklich einfach zu hosten. Es ist nicht schwierig. Nur wie immer für solche Sachen, die Datenbank oder viel Disk-IO haben, man sollte es am besten nicht virtualisiert betreiben. Bitte. Ja, also für Turbo 3 muss ich ehrlich sagen, ich habe gestern das Dashboard gebaut. Wir haben direkt gesehen, wir haben zum Beispiel die UIDs, die SysLanguage UIDs, haben wir mitgemonitort. Und da hatten wir gesehen, dass wir für UID 0, glaube ich, SysLanguage Page, wie heißt das? Am besten 7. Also wir hatten gerade bei dem Kunden, bei dem wir es jetzt getestet haben, oder beziehungsweise bei der Installation, bei dem wir es getestet haben, haben wir letztendlich gesehen, dass wir Einträge in der Page Language Overlay für SysLanguage UID gleich 0 hatten, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil würdest du jetzt nicht unbedingt erwarten. Das war halt letztendlich dann der Grund gewesen, dass wir da eben dann auch nachgeforscht haben und geguckt haben, wie das Ganze eben aussieht. Haben dann eben auch dort zum Beispiel dann die Begrenzung mit eingebaut, dass wir eben nur in Page Language Overlay die Werte für SysLanguage UID größer als 0 eben haben wollen, beziehungsweise die Also da seht ihr nochmal so ein Event einfach, Deployment, wo man einfach eine Patients reinpacken. Also Version, die deployed wird, plus irgendwelche Tags und so weiter. Ich wollte jetzt eigentlich zurückscrollen, aber es geht auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, welchen Zeitraum, das war gestern, Vormittag oder so. Ja, sonst noch Fragen, die ihr habt? Bitte. Also, wir haben mehrere zentrale Prometheus, also je nach. Also, wir haben einen für unsere internen Systeme, einen für unsere Production-Systeme und einen nochmal für einen größeren Kunden mit eigenen Prometheus, den wir betreiben. Aber ansonsten schmeißen wir die Exporte auf alle Systeme einfach drauf. Das sind dann einfach Go-Binaries oder irgendwelche kleinen Binaries, Prozesse, ja, was auch immer, was da läuft. Und der Main-Exporter pullt. Genau, zentralisiert auf einer Stelle. Ja, wir haben einfach so einen kleinen Logging-Cluster, wo wir auch Greylog für Logfile-Monitoring haben und so weiter, wo wir im Prinzip alles aggregieren auf diesem Cluster. Und da betreiben wir auch den Prometheus. Was aber Bare Metal ist, also nicht virtualisiert. Achso, ja, die blauen Linien, hatte ich eben gesagt. Ne? Hier die blauen Linien, das sind die Deployments. Wir haben das gestern auch eingerichtet hierfür. Sieht man hier zum Beispiel in Cache Pages, wenn Deployment ist, dann gehen die Cache Pages natürlich runter, Caches werden geleert komplett und gehen danach wieder nach einer Zeit hoch. Nur, dass man so zum Beispiel sieht, da ist ein Deployment stattgefunden. Jetzt könnte ich mir natürlich auch noch die Last auf dem System angucken, was passiert bei dem Deployment zum Beispiel. Geht die Last auch hoch, weil die Cache Pages erst erzeugt werden müssen. Also, auch das haben diese Annotations, sind jetzt auch seit gestern, glaube ich, drin. Seitdem Grafana, das ist Grafana eigene Annotations, hat seit der letzten 4.6, kann das Annotations selber verarbeiten. Das heißt, ihr könnt im Prinzip einfach mit einem API-Call diese Annotation übergeben an Grafana, das speichert die selber und die könnt ihr auf dem Dashboard abrufen. Ja, mit bestimmten Tags, die ihr dranhängt, wie zum Beispiel Deployment, Kunden, Namen oder weiß was ich was. Ja. Noch Fragen? Jemand? Gut, dann danke ich euch, dass ihr hier wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe,
ein paar Leute hier begeistert zu haben, die ein bisschen uns unterstützen bei der Entwicklung und Weiterentwicklung vor allen Dingen, weil ich glaube, da gibt es noch vieles einzusammeln. Liegen viele, viele Früchte vor uns, die wir einfach uns nehmen müssen. Also, ja, vielen Dank.